Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Pillars of Eternity mit der White March Erweiterung. Ja, wir sind das letzte Mal in Goldtal endlich angekommen. Mal wieder. Und das erste, was wir natürlich machen, ist das Gasthaus zum Schwarzen Hund aufsuchen. Absolut. Da wir ja ziemlich am Sack sind, auch was unsere Lebenspunkte und so angeht. Wir können aber erstmal die Pilze da hinten einsammeln an dem creepy Baum entlang. Und die uns kurz angucken. Zwischen den Wurzeln verstreut liegen Armbänder aus Zirn und Glasperlen, verwelkende Blumen und vom Ring teils verwaschene Notizen herum. Ja. Das ist echt kein schöner Anblick. Das dreht mir immer noch ein bisschen den Magen rum, wenn ich mir das so ansehe, obwohl ich das schon ein paar Mal jetzt gesehen habe, diesen Baum. Wie auch immer sie so viele Leute da hochgekriegt haben. Hallo, Äther. Were you looking for someone in that tree? I could introduce you. Hast du diesen Baum nach jemandem gesucht? Ich könnte euch einander vorstellen. Komisch, so über die eigenen Toten zu sprechen. Er schaut den Baum hoch und atmete aus. Sieht so aus, als ob die Hälfte des Dorfes jetzt da oben baumeln würde. Gibt wohl kaum Worte, um das gebührend zu beschreiben. Ich suche jemanden, mit dem zusammen ich mich besser fühlen kann. Er nickt dir verständnisvoll zu, während er einen langen Zug aus seiner Pfeife nimmt. Mein Beileid. Er atmet aus, richtet seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes und beobachtet das Dorf um sich herum. Der Mann grinst. Wir kommen in unserem entzückenden Dorf. Ja. Da können wir ja jetzt noch nicht aufnehmen. Das müssen wir erst die Vision triggern. Und wissen, was wir sind. Jetzt müssen wir erstmal Alof helfen. Du siehst vier Personen, die sich bei der Tür zur Schenke versammelt haben. Ihre erregten Stimmen und taktenden Gesten lassen darauf schließen, dass ein Streit kurz vor dem Höhepunkt steht. Die erste Gestalt erhebt ihre Hände, um die Situation zu beruhigen. Sein Gesicht wird teilweise von einer Kapuze verborgen, aber Größe und Körperbau lassen auf einen Elf schließen. I meant no offense. Let's put this matter to rest over a round, shall we? My treat. Ich wollte niemanden beleidigen. Lass uns diese Angelegenheit doch bei einer Runde Met beilegen. Geht auf mich. Ja, wohl eher nicht. Die anderen Gestalten, Männer aus dem Volk und eine Elfe, sehen nicht gerade überzeugt aus. Die Frau verschränkt ihre Arme. Aha, willst du unseren Stolz wohl mit ein paar ederianischen Kupferstücken beschwichtigen, was? Sie spuckt auf seine Füße. Wir brauchen dein Geld nicht. Was geht hier vor sich? Nichts sagen, jetzt beruhigt euch alle mal. Egal, um was es hier geht, es ist bestimmt nicht so schlimm. Oh, ein Kampf. Es ist bestimmt nicht so schlimm. Einer der anderen Männer starrt den Elf mit der Kapuze an. Seine Augen sind rot vom Alkohol, aber sein Blick ist fixiert. Wir sind einfache Leute, aber dumm sind wir nicht. Das scheint er aber anders zu sehen, da er uns verspottet, während er in unserem Dorf wohnt. So lassen wir uns von Fremden nicht anreden und von Edirern erst recht nicht. Go on, say it again. I'm itching for an excuse. Der zweite Mann stößt sein Kinn in die Richtung des Elfs. Er stinkt nach saurem Ale. Ugh. Na mach schon, sag es nochmal. Ich kann deine Entschuldigung kaum noch erwarten. Why, you're itching for the kindling touch of your sister, you cocksfeather! Ja, Jesus, kannst du es wohl nimmer erwarten, dass deine Schwester schnaggelst oder Schlappschwanz? Diese Aussprache, aber es klingt so lustig. I'll cut that barrel-looking tongue out of your head. Den drei Einheimischen entfährt ein gemeinsamer Wutschrei. Der zweite Mann knurrt wütend. Ich werde dir deine Säuferzunge aus dem Maul schneiden. This is a misunderstanding. I didn't say whatever it is you think I said. We've nigh quarrel. Entsetzen und Angst machen sich schnell auf dem Gesicht des Elfs breit. Das ist ein Missverständnis. Ich sagte gar nicht. Er legt die Stirn in Falten und schluckt, was ihr da gehört haben wollt. Das haben wir aber laut und deutlich gehört. Er stellt sich fest hin, in seinen Augen flackert etwas Mürrisches und Rohes auf. Wir haben keinen Grund zum Streiten. That's where you're wrong. Die Elfe zieht eine Klinge und genau da irrst du dich.
Ich glaube nicht, dass es eine gute Idee wäre, ihn anzugreifen. Aufhören alle zusammen, das ist doch absurd. Das hier ist unnötig. Wäre es nicht besser, drin zu trinken, als hier draußen zu streiten? Das werdet ihr ihm doch nicht abnehmen, oder? Da halte ich mich mal schön raus. Das ist doch absurd. Niemand gibt uns Befehle, Fremde. Sie blinzelt dich durch rohmüde Augen an. Das klingt verdächtig, als ob du ihn verteidigen würdest. Ja. Die Jungs halten zum Glück nicht so viel aus. Als der letzte Angreifer fällt, wendet sich der Elf dir zu. Die Spannung ist fast gänzlich aus seinem glatten Gesicht verschwunden. Not quite how I hoped to get to know the neighbors. Thank you for your timely assistance with that awkward situation. So hatte ich mir meine erste Begegnung mit den Nachbarn nicht vorgestellt. Danke für deine Unterstützung in dieser misslichen Situation. Genau zur rechten Zeit. Gern geschehen. Freut mich, dass ich dir helfen konnte. Das hat eigentlich sogar Spaß gemacht. Du weißt, weil ich sie abgeschlachtet habe. Gern geschehen. Freut mich, dass ich helfen konnte. Courtesy is a rare pleasure in these parts. Though your accent suggests that you are no more local than I. Er lächelt dich kurz an. Höflichkeit ist hier zu sein dein seltenes Vergnügen, obwohl dein Akzent vermuten lässt, dass du ebenso wenig ein Einheimischer bist wie ich. Er streicht seine Kapuze glatt und auf seinen Handschuhen bemerkst du die Fransen einer Stickerei. Seine Stiefel sind mit dem Schmutz einer vielmonatigen Reise überzogen, aber das Leder darunter ist robust und von guter Qualität. Ich glaube, Introductions are in order after that little fiasco. Aloth Corvisser, at your service. Nach dem kleinen Fiasko sollten wir uns wohl einander vorstellen. Aloth Corvisser, zu deinen Diensten. Erzähl mir von dir. Wie kommt es, dass du hier draußen feststeckst? Ich hoffe, du hast mehr zu deiner Verteidigung vorzubringen. Erzähl mir von dir. I'm a wizard by training and an adventurer by necessity. I was born in the Seathwood, part of the mainland of the Adir Empire, and both of my parents served the nobility, which afforded me an education for which I am grateful. However, there were no open positions in those houses, and so I decided to seek new means in a new land. Ich bin ein ausgebildeter Zauberer und notgedrungen ein Abenteurer. Ich wurde im Sithwald geboren, einem Teil des Festes des Reichs Edir. Meine Eltern dienten dem Adel und konnten mir eine Ausbildung bezahlen, wofür ich dankbar bin. In diesen Adelshäusern aber gab es keine Stelle für mich und so entschloss ich mich, in einem neuen Land nach neuen Möglichkeiten zu suchen. And how exactly did you come to be here? Wie genau bist du denn hier gelandet? Ich reiste mit einer Karawane. Bei der Nähe von irgendwelchen Ruinen wurden wir getrennt. In ruins? Well, those can be dangerous places during the best of times, which these are not. And half the locals would arrest you for trespassing and the rest would kill you outright. I'm curious. What exactly did you find there? Irgendwie Tarnruinen? Diese Ruinen können selbst zu den besten Zeiten, die wir jetzt nicht haben, gefährliche Orte sein. Die Hälfte der Einheimischen würde dich für dein Eindringen verhaften. Die andere Hälfte würde dich auf der Stelle niedermachen. Er beugt sich jetzt etwas näher heran. Jetzt bin ich neugierig, was hast du dort gefunden? Ja, ein Beerwig, mehrere verhüllte Gestalten, die eine seltsame Maschine bedienten, nichts oder Schweigen. Ja, von meinem ersten Let's Play, oder wir sollten von meinem ersten Let's Play wissen, was hinter Aloth wirklich steckt. Ich verrate es jetzt hier mal so direkt nicht. Ich tue jetzt aber einfach mal so, als ob ich es nicht wüsste. Und da ich ja ein ehrlicher Paladin sein soll, sage ich ihm auch die Wahrheit. Mehrere verhüllte Gestalten, die eine seltsame Maschine bedienten. Aloth starrt dich schweigend an. Anscheinend beurteilt er deine Aufrichtigkeit. Letztendlich stößt er ein abgehacktes, unbeholfenes Lachen aus. You do manage to find yourself in rather interesting predicaments. Du hast wahrlich das Talent, dich in ziemlich interessante Notlagen zu manövrieren. Du hast dich hier die Notlage manövriert. Ja, was machst du hier in Goldtal? Excellent question. I came looking for fresh air and cheap land. Instead, the magistrate gave me directions to the inn and a story about the local lord's expectant wife. But I take it that's a familiar tale. Ja, ist es auch. Eine hervorragende Frage. Er verschränkt seine Arme und blickt finster drein, wobei er zum Dorfzentrum hinschaut. Ich war auf der Suche nach frischer Luft oder günstigem Land. Stattdessen gab mir der Magistrat eine Wegbeschreibung zur Schenke und erzählte mir eine Geschichte über die schwangere Ehefrau des örtlichen Fürsten. Er neigt seinen Kopf und sieht dich an, aber das scheint wohl eine bekannte Geschichte zu sein. Und du? Wie du schon sagtest, ich bin auch ein Siedler. Ja, hier, Kleiner.
Tippfehler. In letzter Zeit habe ich merkwürdige Dinge beobachtet. Ich suche nach einem Experten auf dem Gebiet der Seelen. Das ist meine eigene Angelegenheit. Nehmen wir mal das mittlere. Indeed. The local lord has searched far and wide for similar specialists. He has rid himself of them almost as desperately. Sein Blick flackert, als er dich von oben bis unten mustert. Wirklich, der örtliche Fürst hat weit und breit nach ähnlichen Spezialisten gesucht und sich ihrer genauso verzweifelt wieder entledigt. Er nickt in Richtung des knorrigen alten Baums im Dorfzentrum. Sein Blick nimmt auch die eingestürzten Gebäude und die brachliegenden felsbasierten Felder auf. Ich vermute, dass man solches Fachwissen wohl besser woanders suchen sollte. Wie hast du es geschafft, diese drei Druckgebäude zu verärgern eigentlich? That was a matter of misunderstandings and mistranslations. It doesn't help that people in these parts remember their war with Adir like it was yesterday. Ich befürchte, das war ein Fall von Missverständnissen und Fehlübersetzungen. Ja, sicher. Er legt seine Finger zusammen und schaut weg. Es ist nicht gerade hilfreich, dass sich die Leute hierzulande so an ihren Krieg mit Adir erinnern, als ob er gestern gewesen wäre. Junge, du hast über einen der Angreifer und dessen eigene Schwester eine ziemlich schimpfige Anspielung gemacht. Ah, das. Er räuspert sich und zupft seine Ärmel zurecht. Wie ich ihnen zu sagen versuchte, sie hatten mich falsch verstanden. Nach ein paar Humpen geschieht das viel zu leicht und der Akzent ist auch nicht besonders hilfreich. Ich bin nüchtern, ich bin vielleicht müde, aber ich habe das auch gehört. Für einen kurzen Augenblick sieht das so aus, als wollte er noch etwas anderes sagen. Sein Gesichtsausdruck wird missmutig, aber bevor er zu sprechen beginnen kann, zwingt er sich zu einem schmallippigen Grinsen, wobei er sich fest auf die Unterlippe beißt, dass du mit einer blutigen Wunde rechnest. Letztendlich entspannt sich sein Gesicht, aber und er schüttelt den Kopf. Nächstes Mal sollte ich deutlicher sprechen. Entschuldigung. Ja, du siehst mir auch nicht gerade wie ein Siedler aus, hä? Begging your pardon, but neither do you. Yet, circumstances can find a person in the strangest of places. Ja, touché. Ein schlitzohriges Grinsen spielt über seinen Lippen. Bitte entschuldige, aber du auch nicht. Trotzdem kann einen der Zufall an den merkwürdigsten Orten zusammenführen. Ja, ich sollte besser aufbrechen. Given recent events, it's just as well. I've had enough of the watered wine and lumpy beds at the inn. They say even the owner tired of the place. Just up and left one day. It explains quite a lot about the upkeep. Perhaps I could join you. I could use a change of scenery, and I find it's better to travel in numbers. Und ich auch, wenn man die jüngsten Ereignisse berücksichtigt. Ja, aufgeknüpft werden ist nicht schön. Umso besser, ich hatte sowieso genug vom wässrigen Wein und den durchgelegenen Betten in der Schenke. Er rümpft seine Nase. Man sagt sich, selbst der Besitzer der Schenke hatte genug. Eines Tages ging er einfach fort. Das spricht Bände über die Instandhaltung. Er blickt dich vorsichtig optimistisch an. Vielleicht könnte ich mich dir anschließen. Ich könnte einen Ortwechsel gut vertragen und ich reise sowieso nicht gerne alleine. Ich auch nicht, dann lass uns gehen. Ich reise lieber mit wenig Gepäck, vielleicht später. Nein, lass uns gehen. I shall follow you. Ich werde dir folgen. So, damit haben wir jetzt Anlauf in der Gruppe, der im Gegensatz zu uns ausgeruht ist. Was hat denn Alof so dabei? Ein Zepter und ein Degen. Wir können ihm leider nur einen Stab stattdessen anbieten. Der ist aber eigentlich genauso stark. Ja, der Stab ist halt langsamer, das Zepter ist schnell. Deswegen gleicht sich das eigentlich fast schon aus. Wir könnten ihm einen kleinen Schild für den Nahkampf geben. Aber braucht er wahrscheinlich nicht unbedingt. Leveln wir ihn jetzt erstmal auf die eine Stufe. Er kriegt auf jeden Fall 2 Punkte Athletik und 2 Punkte in Wissen. Überleben können wir das nächste Mal dann steigern. Jetzt brauchen wir noch einen Zauber für ihn. Geisterklingen, Finke, Füße, unheimlicher Schütze, Parasitenstab, Schauernebel. Geisterschild klingt eigentlich nicht schlecht. Schadensreduktion und Konzentration erhöhen. So.
Der könnte auch diese ganzen neuen Untersachen. Ja, zum Beispiel Fokus des Galans. Das wäre Paladin-mäßig, aber nö, machen wir lieber was von seinen Sachen. Also das sind die oberen. Alles andere, was hier solche Symbole hat, sind nicht Klassen, sondern solche Pseudo-Fähigkeiten. Reiz des Enigmas. Ah, das ist Medium-Sache. Mal des Aspiranten klingt nach Druide, ja. Glanz des Akolyten klingt nach Priester. Mhm.